Zolti hier, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich halte jetzt mal die Klappe. Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Tada! Heute wird's grün. Ich fahre das 22er Modell Kawasaki ZH2. Ich freue mich unglaublich auf den Kompressormotor. Das verspricht eine Menge Spaß. Wo habe ich sie her? Vom Motocenter Basel-Land in Füllinsdorf. Ja, riesige Verkaufsfläche, alle Kawasaki-Modelle ausgestellt. Es gibt ein Zubehörprogramm, Kleider, Helme etc. Wenn ihr eine Probefahrt buchen wollt, bitte ruft hier an. Ja, los geht's. Starten wir mal das Baby. Ah, das ist einfach ein unglaublich gut klingender Vierzylinder. Oh, ich freue mich so, das glaubt ihr gar nicht. Jo, aber wie gewohnt starte ich hier auch mit dem Walkaround um die Maschine herum. Ja, all die sieht einfach rattenscharf aus, Naked Bike typisch, super bulliger Tank. Kawasaki nennt dieses Design Tsugomi-Style. Jo. Also mir gefällt sehr gut, aber über Design lässt sich ja streiten. Sitzposition Naked Bike typisch, schön aufrecht, leicht über den Tank gebeugt. Der Lenker ist nicht allzu breit, aber angenehm zu fassen, die Bedienelemente. Ja, muss man sich reinlesen, was ist, aber grundsätzlich geht das dann von der Hand. Das Display, TFT-Farbdisplay, ja, ich denke, da gibt es modernere, aber alle Informationen wie Geschwindigkeit, Ganganzeige, Tourenzähler, dann gibt es noch ein paar zusätzliche Informationen, Temperatur, Kilometer, Typ 1, 2 etc. Ja, ich starte mit dem Motor. Hier ist ein flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihen-Vierzylinder verbaut mit einem Kompressor. Und genau dieser Kompressor verleiht der ZH2 ihren eigenen Charakter. Das müsst ihr mal fahren gehen. Das ist wirklich ein komplett neues Erlebnis. Ich finde das wirklich sensationell. Da habe ich total Spaß damit. Ja, wir haben hier 998 Kubik Hubraum, die Maschine leistet 200 PS bei 11.000 Umdrehungen, maximales Drehmoment 137 Newtonmeter bei 8.500 Umdrehungen. Ja, und ich finde dieser Vierzylinder, der ist so laufruhig kultiviert, hat eine super schöne Soundkulisse. Unglaublich, das Ding kannst du im fünften Gang bei 40 bewegen, da ruckelt gar nichts. Ein unglaublicher Schub, wenn da der Kompressor da auflädt, dann pfeift das Ding und ja, also wirklich Spaß pur, ein super, super geiler Motor. Ja, auch das Fahrwerk finde ich hier großartig. Vorne ist eine Showa SFFBP Upside Down Telekop. Gabel verbaut, die ist auf Druck, Zugstufendämpfung und Federbasis einstellbar. Hinten haben wir eine New Unitrack Gasdruck Stoßdämpfer, auch diese auf Zugstufendämpfung und Federbasis einstellbar. Ja, der ZH2 wird ein bisschen vorgeworfen, die kann nur geradeaus, da bin ich anderer Meinung. Also ich bewege die unglaublich gerne, die ist total agil, sie ist spurtreu, hat ein super Feedback in der Kurve. Also ich finde das Fahrwerk hier absolut angemessen für diese Kanonenkugel. Bremsen, wie könnte es anders sein, hier von Brembo verbaut. Vorne haben wir halbschwimmende 320 mm Doppelbremsscheiben, Brembo 432 Monoblock Bremssättel radial montiert, vier gegenüberliegende Kolben. Hinten haben wir eine 260 mm Bremsscheibe, Bremssattel 2 Kolben, auch von Brembo.
funktionieren hervorragend, muss ich nichts mehr dazu sagen. Alle, die mich auf meinem Kanal verfolgen, wissen es. So, jetzt ist Zeit, die Klappe zu halten. Ich nehme euch hier mit der Kawasaki ZH2 Modell 22. Viel Spaß! Ja, dieser Kompressor macht diese ZH2 zu etwas ganz Besonderem. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen mitspüren. Jo, auch Elektronik ist hier einiges mit dabei. Die ZH2 ist mit zahlreichen elektronischen Fahrerhilfen ausgestattet. Es gibt Power-Modis, es gibt Kawasaki Intelligent Brake System, Kawasaki Traction Control. Es gibt eine IMU, da hat die ganzen Sensoren etc. Nee, also LED-Beleuchtung, ein super Quickshifter, ein sensationeller Quickshifter, absolut top. Jo, was soll ich sagen, ist ein mächtiges Gerät, eine tolle Kawasaki, super Motor, super Fahrwerk, gute Bremsen, geht die Probe fahren, ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, bitte abonniert meinen Kanal. Es war so geil. Tschüss!